Oh, Rizwan ist da? Yo! Einbrecher! Ey, Bro, willst du dir kurz Ding mitnehmen? Diese Stuhl? Bro, ich habe so semi-gute Nachrichten. Ich habe den Mikrofonständer gefunden, aber ich habe ihn wieder verloren. Digga, guck mal, ich habe mich heute wirklich passend zum 1. April laufe ich heute wirklich wie der Turbo-Ticker rum, Alter. Guck mal, ich stand so früh hier. Digga, was geht, Bro? Was geht ab, Bro? Alles gut? Safe! Bei dir auch? Bist du in der Vollpsychose da bei dir? Ja, ich habe heute gechillt einfach. Heute war so, ich habe die letzten zwei Tage habe ich so, das war wie so Urlaub einfach. Ich habe so mit, wie dann habe ich einfach, ich habe so Streams gemacht ohne Plan, weißt du? Ja, ja. Einfach online auch gegangen. Mal richtig, auch mal richtig. Online gegangen und einfach Videospiele gespielt, Bro. Wie den Good Old Days. Muss auch mal sein. Wow, es ist doch so heiß, ne? Ich dachte so, wow. Bro, es ist richtig warm. Mit Dings so zu. Digga, was ist denn hier los? Ich hab Dönerbeschiss von heute. Wenn du willst, kannst du essen. Sieht nicht super. Oh, riecht aber lecker. Ja, war okay. 7 aus 10. Ja, wie man Döner bestellt hat, wa? Was ist da, wa? Ja, Döner bestellen ist irgendwie Arsch, ne? Ich weiß auch nicht. Hast du noch eine Headphone? Ja, ja, stimmt. Oh, guck mal hinter dir. Die Basti GAG-Kissen sind einfach genau falsch rum. Und immer daran erkennt man die Haushälterin war da. Wirklich? Die denkt, dass so rum der Basti-Kopf richtig rum ist. Wieso rum ist? Und guck mal, oben, der Power-Platte-Kopf ist auch falsch rum. Hä? Aber den Basti hat's richtig gemacht? Nee, der stand, den hab ich selber hingestellt. Ach so. Bro, sie denkt einfach, das bin ich verrückt. Geht das so irgendwie? Ja, ja. Okay, dann hier, laber mal kurz rein. Hallo. Ja, okay, sollte fit gehen, ne? Ma, ey. Yo. Dicker, der Uber-Fahrer hat gerade nur so Schlager gehört. Das war richtig übel, Alter. Ach so, laut, richtig laut. Lief einfach Schlager. Bro. Einfach an einem random Montag. Bro, das war ist ja kein Karneval, nichts. Das war richtig komisch. Okay, warte, redest du mal so ein bisschen laut. Sag mal jetzt was. Hallo. Nochmal? Ja, jetzt bin ich einfach straight up nicht mehr da, oder? So. Hallo. Ja, ich glaube so irgendwie. Ma. Hast du iPhone-Ladekabel in deinem Setup? Ich glaube, so ist gut. Also hast du diese Future? Ich hab diese USB-C? Alte. Ich hab diese alte. Scheiße. Sorry, dass du noch, dass du teuerstes Handy. Nein, ich hab auch Lightning. Also, okay. Ja, ansonsten machen wir danach ist nicht so schlimm. Oder wer jetzt schon dieses USB-C-Ding hat und er hat vorher das. Also. Egal, scheiß auf. Ja, komm, ganz ehrlich, wirklich. Aber mal die Fresse halten auf Oldschool, wie du sagst. Chat, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ich hab gesehen, ihr habt irgendwie 5 Stunden lang euch dieses Gainer reingezogen bis jetzt, gell? Dachte, das ist eine Opa-Hülle hier. Digga, das hab ich mir. Oder wenn du so diese Hülle, die ist eins vor, du hast so ein. Wieder benutzbares Taschentuch in der Hosentasche. Nein, die ist eins vor, mal an einen zum Klappen. Ja, eins vor ihm hier. Pass auf, dass nichts irgendwas steht da. Ja. Aber eins vor ihm. Naja, also guck mal, aber die Story zu der Hülle, zeig nochmal kurz. Ich wollte eine Weihnachtshülle haben und ich finde, dass es sieht weihnachtlich aus, Bro. Okay. Ich brauchte eine neue Hülle. Bro will passend zur Season eine Handyhülle. Ich brauchte eine neue Hülle. Es war Weihnachten, dachte ich, hol mir Weihnachtshülle. Und jetzt bin ich aber halt so, ich will kein Geld für eine neue ausgeben. Ja, okay, fair, check ich. Und deswegen behalte ich jetzt die Weihnachtshülle bis Weihnachten dieses Jahr und dann hole ich mir ein neues Handy. Ich finde sparsam zu sein, obwohl man es nicht müsste, ist so cool. Also guck mal. das ist so Claudia Obert. Nee, aber Rito, ich finde das wirklich cool. Guck mal, klar, du könntest dir doch easy jetzt eine neue leisten. Hey, 20 Euro für eine neue Hülle wird ja gar nicht jucken. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist so viel fresher, es nicht zu tun. Ja, weil ich auch denke, irgendwie, guck mal, jeder hat diese schwarz-weiß und wie du da hast, langweilig. Meine ist richtig, ich hasse meine. Ich hab hier eine Story, das ist meine Weihnachtshülle. Oh, ja, meine Story ist, das haben die mal selber irgendwann zugeschickt zum Management. Und das war die erste und Tim und Lena haben mich gezwungen, dass ich die nehme, bevor ich keine nehme. Ach stimmt, du hast immer keine. Weil vorher hatte ich immer so keine und ich sag mal, ich gehe jetzt nicht so mega super gut mit den Handys um. War das trotz der Hülle? Der Schaden? Genau, ich hatte die Hülle und dann habe ich so, kennst du diese Powerbanks, die man so hinten dran machen kann? Die gehen nicht durch diese Hülle, weil die keinen MagSafe haben. Oh, wie dumm. Ja, und das heißt, ich habe das dann für einen Tag abgemacht. Und dann ist sie kaputt. Und da ist es mir runtergefallen, kaputt gegangen. Real talk. Davor 2 Jahre oder so, immer runtergefallen. Dann einen Tag nicht gehabt. Bruder, wäre fast jetzt ist schon wieder gerade was runtergefallen. Schnell rein. Das ist wirklich wie in so einem Film, wenn ein Film jemand wirklich ganz viel Pech hat. Weißt du so, das ist wirklich wie bei dir, Bro. Ja, naja. So ist es, wahr. Ich wollte noch kurz einen Song, wir haben gerade super viele Songs gehört. Mit Chad zusammen. Ich wollte noch kurz den neuen Simba und Paula-Ding-Track hören. Bei Simba bin ich immer an Bord. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so deins ist. Kennst du diesen Paula Hartmanns-Track, wo sie so sagt, irgendwie 7 Girls in der Bahn Westend? Ja, aber ich kenn's auch nur von TikTok. Ja, genau, und alle schreiben mal so, Digga, welche Bahn Westend? Hier gibt's nichts. Kennst du das nicht? Ja, warte, ich zeig dir.
Ich glaube, ich bin es aber. Was ist, meint die Berlin oder was meint die für eine Stadt? Ja, Westend, das ist so ein Teil. Also hier so, wie sagt man das? Da habe ich wirklich noch nie gehört davor. Ja, genau. Genau, das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Okay, okay. So, das, da gibt es so übelst viele TikToks vorne. Und alle schreien so, Digga, welche Bar soll das sein? Westend gibt es überall, aber sie meinen in Berlin, Bro. Komm, wie die da kultig am Abcornern sind da hinten. Bro, ich finde, also ich glaube, sie ist überkorrekt und so. Ne? Ja, anscheinend, ja. Aber ja, ich finde, sie sieht so krass aus, wie ich mir die Klischee-Person, ich bin nach Berlin gezogen nach dem Abi. Ja. So stelle ich mir die Klischee-Person vor, Bro. Ja. Kann sein, dass sie schon immer hier wohnt. Bro, weil technisch gesehen bin ich diese Person. Ich bin auch irgendwann danach in die Reihe gezogen. Ja, aber du kamst ja aus der Nähe. Du hast ja den Dunstkreis geatmet, du hast die Luft geatmet. Ich bin zu sehr Chris Wusterhausen, um zu haten, weißt du, ich meine? Ja, ich check. Aber trotzdem. Und am Frieren sind am Frieren für unser Outfit. Und die Kahnstraße ist unser Laufsteg. Und dann gehen wir schweigend unter. Für diese Stelle, wo er sagt, meine Freunde nennen mich Luca, doch für dich bin ich Soli. Digga, das ist krass. Oh, dann, yeah. Das Einzige, was ich an dem Song nicht mag, ist die Stelle, wo er sagt, ich bin high und es läuft Are You The One. Das hasse ich. Sagt er das wirklich? Ja. Oh. Ich bin high und es läuft Are You The One. Mm. Das ist so, ey. Ja, oder Are You The One. Das war jetzt die beste Stelle direkt danach. Meine Freunde nennen mich Luca, doch für dich bin ich Soli. Bro, ich finde auch Mako liefert gerade krass. Ey, aber mach mal bitte Forever an. Von? Von Soli und hast du den, hast du vielleicht schon gehört, denke ich mal, wahrscheinlich. Der hier? Aber der ist für mich wirklich... Wollen wir aber die Tubo-Reaction drauf gucken? Rita, schau das mal an Tubo. Der Mann macht seit 10 Jahren irgendwie, macht der da sein Ding irgendwie auch, ne? Bruder, der ist nicht abzubringen von seinem Weg, gell? Ja, Real Talk. Da wird auch nicht so irgendwie, da wird nichts verändert am System, weißt du? Real Talk. Never change the running system, Bro. So, hier Start, Stopp, Aufnahme beim Stream Deck gedrückt. Hi Leute, was geht ab? Wir hören den neuen Paschalim-Song. Dann wird der Paschalim-Song gehört. Bumm, lass ihn noch nach oben, dann zack, drücken, hochladen. Der lädt halt pro Tag 5 Sachen hoch oder so. Yes. Das ist so geil. Wenn wir so Computerkrise haben oder so, nach Tubo-Videos kannst du so archivieren, wann war Sommerzeit, Winterzeit. Man kann so, wie so Archäologe, Bro. Real Talk, das ist ein Zeitdokument, dieser Mann. Das ist so krass, Alter. Kennst du den? Ich glaube ja. Chat, wie findet ihr den? Ah, den finde ich überkrass. Alles auf Englisch, oder? So geil, Alter. Aber mäßig, er hat das ja selber eingesungen. Weißt du, wie das so reinblendet und so, das ist so geil. Bro, kennst du von Soli dieses Akustik-Ding? Mach mal an. Boah, nee, ich glaub nicht. Okay, und dann gibt's so Chrysanthemen. Ich finde leider, ich weiß nicht, ob das irgendwer fühlt gerade, aber ich finde, Chrysanthemen ist so ein guter Song von ihm, aber ich finde, der Laila-Part ist leider nicht geil. Ich finde, es gibt von Laila echt gute Songs, aber der ist es nicht, leider. Und das tilt mich so hart, Bro, weil Chrysanthemen ist so geil von ihm. Das nervt mich leider, das ist crazy. Nee, ich mag den Part gar nicht, leider. Doch, ist krank. Ja, nee. Alter, das ist aber 50-50, manche Leute checken. Auf jeden Fall, er hat hier so eine Akustikversion davon gemacht, das finde ich auch übergeil. Digga. Vor allem das Setting ist auch übelst geil. Ich finde alleine so der Look von diesem Video gerade ist crazy. In Erguins Fischbude. Wie geil. Da fressen manche einfach. Digga, da so ein Dönerfetzen und dann Soli live hören. Digga. Das ist wirklich krank. Sie hat einen beachtlichen Bodycount. Ich sag ja, den hab ich auch. Aber lass ihn wirklich drüber reden. Digga, cool. Sie fängt an zu zählen und sie hört bei 100 auf. Ich weiß, dass das fresh, stimmt, aber ich setz noch mal einen drauf. Ich hab Top bekommen an Orten. Du weißt nicht mal, dass man Top bekommen kann. Doch wir sind nicht fertig. Es gibt immer noch einen anderen Ort. Bitch, wir sind kein Couple, wir sind Freunde. Was interessiert mich Meinung und was die der anderen Leute? Ich wünsch, es wäre nicht, wie es wäre. Doch du kannst es mir ruhig sagen. Und ich weiß, dass du nicht machst, so wie du es machst, ohne Erfahrungen. Ich weiß, zu Hause liegst du gerne rechts. Doch du bist jetzt bei mir, also sag mir, welche Seite du gern hältst. Ja.
Ja, okay, ich steh in der Hand, das ist krass, du kommst raus. Digga, stell dir vor, du sitzt da gerade, frisst dein Essen und dein einer deiner besten Freunde singt das da gerade. Das ist so krass, Bro. Digga, was wir brauchen, kommt von Übersee. Dein Vater mocht mich nie, das haben wir überlebt, weil deine Mom geschafft hat, ihn noch irgendwie zu überreden. Schenk mir deine Zeit. Ich glaub, alles, was du tust, das nichts unter deinem Kleid. Und das Osiris auf meinem Schuh, ich schwöre, du bist helle fein. Schau dir doch ich mal so zu. Geil, wie so oldschool wirkt, aber es sind neue Lyrics. Yes, aber bist du straight facts, why? Weißt du, so, wenn es jetzt schlechter aufgenommen wäre, könnte es aus den 60s sein. Ja. Aber die Lyrics aber die sind von heute. Boah, das ist echt ehrlich krass. Das live zu sehen ist richtig cool. Digga, übergeil, übergeil. Das ist wirklich ein Vibe, hast du das, hast du das Metro Boomin Red Bull Ding gesehen? Yo, das war crazy. Das da muss ich auch gerade denken. Pop mit dem Orchester da, haulige. Cool. Digga, ich glaube, die ist so null bekannt gewesen vorher, oder? Irgendwie so gefunden, irgendwas war da. Ja, so, hat, irgendwie so ist die Story. Metro! Was? Boah, das Gänsehaut, Alter. So geil. So geil, dass das sowas wie so Orchester und mäßig dieses Klassische nicht einfach so abkackt und ausstippt und so auf den oder nur für die alten Leute ist, sondern dass man das auch so in die moderne Musik reinmacht. Ist übel geil, Mann. Schau das an Red Bull dafür. Ja, das ist der einzige Shoutout, der nicht rausgeht, ist an Human, unseren Ansprechpartner bei Red Bull, der nicht bei dem nicht durchgedrungen ist, dass das stattfindet und ich nicht eingeladen habe, Bro. Wo war das? Irgendwo in Amerika, wahrscheinlich L.A. oder also, so. Also, der denkt halt, der fährt da nicht hin, der muss auch streamen, oder? Der wusste das selber nicht. Ist bei Red Bull passieren so viele Sachen, die kriegen das manchmal selber nicht mit. Wirklich? Ja, ich wollte nur Trash-talken. Also, ja, fick dich, Human, trotzdem. No, du bist der beste Mann, Bro. Ja. Er ist gar nicht verdient. Human ist so chillig. Ey, Human, Bro, Real Talk. Ich nehm's zurück, Bro. Bro, wirklich, er kam so die ganze Zeit bei der Aftershow-Party von dem Dodgeball-Event. Er kam so, braucht ihr irgendwas? Dann hat er uns so dreimal am Abend, hat er uns so zwei so. Bodies? Ja, wie heißen diese französischen? Grey Goose. Ja, genau, so zwei Grey Goose-Flaschen hat er uns dreimal hingestellt. Okay, ey, wenn es sowas noch mal irgendwo hier gibt, wo man hingehen kann, boah, dann muss man hin. Ja, dann, also ist jetzt ein bisschen wild, das ist so jetzt nach diesen Ami-Songs, finde ich, kommt manchmal so, wenn man so Deutschrap jetzt ein bisschen so low. Ja. Ich finde aber so, das ist ein sehr chilliger Song. Den habe ich ein bisschen spät entdeckt, aber das ist so ein casual Sommerhit. Mach nochmal zurück. Nochmal laufen lassen. Ah, gut. Aber gucken, wolltest du nochmal checken, was die für Fleisch hatten? Na, Bro, ich glaube, dazu kurz hat den gleichen Grill wie ich. Ah, Retalk 1 größer. Aber ich glaube auch Weber, wa? Weber Spirit oder ist das doch einer? Nein, Digga. Digga. Kommt in meine Grill-WhatsApp-Gruppe. Digga, Bro, wollte den Grill abchecken. Junge, ich dachte, du wolltest irgendwie das Sample checken. Digga, und hier ist auch wieder Turbo. Nicht zu verwechseln mit diesem Remedy, aber es ist auch ein Hit. Oh mein Gott! Ich hab das Video noch nie gesehen. Digga, no joke. Was ist mit Kontor TV passiert? Wollte ich auch gerade sagen. Woran denkst du, wenn du das siehst? Weil ich kann dir gleich einen Song sagen, an den ich denke. Ja, fuck! Ich auch, aber ich weiß gerade nicht welcher. Ist das nicht einer von, fuck! Es gibt so zwei, drei, die legit werden hier. Doch, ich weiß auf jeden Fall, ich habe einen so richtig dieses. Weißt du, motherfucking Animal. Darius und Finlay, oder? Ist nicht irgendeiner Darius und Finlay von. Nee, Bro, pass auf, ich denke an mehrere Songs. Okay, Marschiri von DJ Antoine, aber an was ich denke, ist Strobopop. Okay, weiß ich gerade. Ist das was Strobopop im Kopf? Von Lena und den Atzen. Mach mal an. Nee, ich habe irgendwas anderes im Kopf. Bro. Die Ärzte. Das muss auf einem anderen Channel gewesen sein. Oh, das gibt's nicht mehr. Naja, bei Dings halt, bei ja, Ole Konto. Das gibt's nicht mehr bei Konto. Das gibt's nicht mehr, das haben die gelöscht. Ja, scheiße. Ja, dann mach das andere. Crazy. Das war früher 100%ig, 1000%. Oh, oh. Ich muss bis zur Tür. Warum? Henke ist da. Henke kommt auch. Ja, der hat mich locker gelassen. Den fand ich, den, da musste ich ein bisschen reinkommen, weil den finde ich auch hart. Yo, was geht ab, Bro? Warte! Was geht ab, Fucker? Na, was wird? Das macht's Leben. Ach, alles gut. Hast du, sag ehrlich, hast du seitdem du gesagt hast, du hörst auf zu rauchen, also nichts mehr geraucht? Nur Shisha. Wie viel? Zwei. Und wie lange rauchst du jetzt schon nicht?
Zigaretten? Meine letzte Zigarette habe ich vor 4,5 Tagen geraucht. Weil ich kann nicht kaum 4,5 Tagen und aus 2 Pfeifen schon geraucht? Das ist krass. Aber Retalk geht doch, oder? Aber es geht. Digga, es ist nicht mal eine pro Tag. Also, ich meine, wie viel ist. Also, ein Kopf Shisha. Kann man nicht sagen. Nee, kann man nicht sagen. Nee, es gibt keinen. Keine Umrechnung. Das hat keiner erforscht, weil es dumm ist, da nachzuforschen. Weil das würde mich interessieren, wie schlecht ist. Chat, das ist der Counter gerade. Kann man es sehen? Ja. 4 Tage, 10 Stunden. Aber hast du dir alleine eine Pfeife gemacht? Nee, ich war so Shisha-Bar. Okay, find immerhin. Ja, voll. Besser. Also immerhin. Ich habe Strafe gezahlt dafür gefühlt. Ja, und so unter Leuten. Aber ich schwöre dir. Ist auch nochmal ein Upgrade, finde ich. Also ich habe halt so Ersatzweg gesucht, einfach für die Gewohnheit. Halt so nikotinfreie Vapes. Nein, aber kein Scheiß. Ja, ich finde das schlau. Nein, aber es ist ein Workaround so. Weil man hat halt, das eine ist die Sucht, aber das andere ist die Gewohnheit. Und ich habe Gewohnheit ist, irgendwas in der Hand zu haben. Guck mal, beispielsweise heute habe ich gar kein Verlangen nach Zigarette gehabt oder so. Stark. Überhaupt nicht. Das ist halt geil. Wie war so der erste Tag? Der erste Tag war hart, der zweite Tag war der schlimmste. Was, also das war das? Wirklich krass mit Entzug, ne? Ey, brauch ich mal den Stuhl. Ja, hol mal. Setz dich auf meinen Sohn. Ja. Willst du auf den? Nö. Also, du bist schwanger danach halt, ne? Ehrlich? Mann, Digga, ich will's nicht auf den Stuhl. Schau dir das eigentlich große Detail an. Richtig zugequarkt, ey. Richtig eine Ladung reingesammelt. Da ist eine richtige Samenbank. Soll ich die Tür auflassen? Ja, nee, mach das nicht. Ah, okay. Wir können da rumholen, wa? Nee, ja, der Austrag ist raus. Ja, richtig, leg mal, wenn er. Alter, ist der tief. Junge. Ja, das ist Maschas. Alter, ist richtig unwürdig hier zu sitzen. du sitzt doch so in der zweiten Reihe. Anstatt so diesen Esszimmerstuhl, gibt er dir diesen. Junge, das ist wie so ein Therapeutenstuhl. Ja. Warte, rutsch du in die Mitte. Ja. Nee, aber es ist gerade, also zweiter Tag war halt wirklich, dass ich, so wollte ich halt schneiden, so editen und so, ich konnte mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit dumm, ich war selber schockiert darüber, ich war richtig am Shaken und saunervös und so, weil ich nicht rauchen konnte, das ist krank. Das ist wirklich krasse Scheiße. So und tatsächlich halt, was da gegen Golf hat, waren dann so diese nikotinfreien Vapes. Einfach nur, dass ich die Gewohnheit so weg hatte. Schau mal, früher gab es auch Nikorette, so Kaugummi und shit. Ja, auf so einen Scheiß habe ich aber keinen Bock. Ja, aber das ist basically das gleiche, nur halt schlauer. Na, das ist was ja, das ist, früher das gab es keine Vapes. Ja, du, also mit diesen Nikorette und so Nikotinpflaster und so supplementierst du dir quasi das Nikotin einfach nur runter. Okay, fair. Aber generell Kaugummi war doch so ein Trick für Raucher zum Aufhören. Weil die ja, total. Anstatt zu smoken, ja, das ist auch fein. Hier und du machst halt. Zero, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Der hat zu mir gesagt: Zero Baby? Was ist Regenmacher? Regenmacher, ja! Yeah. Und der hat gesagt: Holy Water? Der ist so mein, Rauchen Aufhör-Sensei geworden. Okay. Und der hat so gesagt: Bruder, immer wenn du Verlangen hast, trink Glas. Trink Bier! Einfach so trinken Glas kaltes Wasser. Warte kurz und dann ist besser. Vertrau mir. Das ist auch ein guter Hack. So. Ja. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser, einmal komplett weg. Wollt ihr was? Was hast du denn? Kaltes Wasser. Ich hab mir. Willst du was? Ich würde ein kaltes Wasser nehmen tatsächlich. Ich kann dir nur still anbieten, aber Gewinner trinken eh still. Ich will eh nur still. Das ist kranke Scheiße hier. Gerade aus dem Kühlschrank gekriegt vom Kiosk. Das ist. Henke, das kannst du nicht trinken, da ist Nikotin drin. Nikotin-Eistee, was ist das für eine kranke Scheiße eigentlich, oder? Stell dir vor, den Energy mit Nikotin, Bro, der wär's ja über am. Da könntest du ja den Vollschock kriegen. Ey, das ist eine Geschäftsidee, Rätsmann. Nikotin, Energy. Alternative, um quasi vom Rauchen zu entwöhnen, Nikotin-Eistee immer niedriger dosiert. Oh, ja. Ist das legal? Ich glaube nein. Das kriegen wir, das machen wir. Oder? Was ist der Name? Kann man überhaupt. Süchtig und wach. Kann man überhaupt Nikotin infusen in so Eis? Klar. Ja, ich glaube ja. Ja? Das schmeckt scheiße. Bro, das wird heutzutage geht der alles. Der Nikotin, Bro. Nikotin, Digga. Das Nikotin, ja, ja. Ey, ja, scheiße, wir sind. Ey, es gibt irgendeinen scheiß Streamer, der so heißt. Daniel, danke für die 5 Gifted, Bro. Viel Liebe, Mann. Viel Liebe.
Ey, Putsch, wir müssen das mal hier an Maschmeyer pitchen oder so. Der kauft da bestimmt. Oder hier. Nee. Grüß aus dem Ausbildungsjahr, Kuss. An Thiel? Frank Thiel. Der kommt dann. Nein, Frank Thiel wird sagen, mit Zigaretten. Kennt ihr dieses Video, wo der so eine Minute. So ich habe noch nie geraucht. So ich habe noch nie einen Boden benutzt. Kennst du das? Ja. Aber wisst ihr, was wir dann machen? Wir ziehen das hoch, verkaufen das Ding an Nestle und verpissen uns auf die Westindies. So machen wir das. Richtig. Irgendwo in die Karibik oder so ein Scheiß. Okay, warte. Okay, war das Frank Thelen, was gebe ich ein? Frank Thelen? Frank Thelen hat noch nie. Keine Ahnung. Ich fand den Vorschlag einfach witzig zu lesen, Frank Thelen rennt weg. das ist mir auch ganz sinnvoll. Frank Thelen running. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Wärmeflasche eingesetzt. Noch nie. Ich habe in meinem Leben noch nie geschraubt. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas festgenäht. Ich mache keine Gartenarbeit. Das ist nicht mein Ding. Ich mache kein Cheerleading. Ich kannte kein Cheerleading. Das ist nicht mein... Ich kannte kein Cheerleading. Ich bin nicht so der Einrichtungsmensch. Sondern wenn ich halt eine Kerze habe, ist das für mich eine Funktion. Das geht so ich hart. Ich habe keine Wärmeflasche. Ich will keine Wärmeflasche. Es geht tatsächlich alles jetzt um diesen Reißverschluss. Ich habe gar keine Ahnung vom Traumkleid. So ist es. Also, der Kaiserschnitt ist einfach nicht mein Thema. Das war so eine Probe. Bro, das ist der größte Cap auf Planet. Er sagt, dass er twerken nicht kennt. Also, der Kaiserschnitt ist einfach nicht mein Thema. Aber was heißt denn nochmal Larve? Twerking, genau. Das war's mit dem Po-Wackeln. Genau. Ja, wo ist das? Hast du so eine Hupe auf dem Soundboard? Ja, warte. Wo ist die? Warte. Machen wir jetzt wie so ein TikTok-Streamer. Der Effekt heißt Rimshot. Ich hab gar nicht was das Rimshot? Ist. Rimshot ist doch... Ja. Wo ist die Hupe? Die Hupe ist oben rechts. Trombone. Doch, Trombone ist doch richtig, oder? Ich weiß nicht, ob wir das hören auf den Dings. Was willst du für eine Hupe haben? Diese. Nee. Ja, die ist oben rechts. Oben rechts? Das hab ich. Du hast umgebaut. Ja, nee, dann nehmen wir mal. Hier, pick was. Das ist so, jetzt haben wir sie wieder so hochgebaut. Alter, die Mickey Maus. Hallo, Leute. Schönes Wochenende. Der Kaiserschnitt ist nicht mein Thema. Ich habe noch nie Cheerleading gesehen. Ich scheiß auf die Hupe. Aber es ist Frank Thelen, Junge. Frank Thelen hat noch. Das wirklich. Ich glaube, das haben die Producer gesagt, dass er so die Rolle einnehmen soll von der Person, die noch nie was gemacht hat. Weil das kann ja nicht sein, Bro. Also. Wie hat er Geld verdient mit nichts leben, Alter? Ja. Aber was ist auch für ein geiles Statement mit so einem Kaiserschnitt? Ist nicht mein Thema. Bro, beste Thema ist so ein Kaiserschnitt? Nie gehört. So. Bitte, was ist das? Das, was das geht doch so lange. Oder wie das heißt, das anscheinend in diesen Musikvideos groß ist. Anscheinend. Ich habe wirklich twerking, also ist anscheinend diese Musikvideos mit dem Po wackeln, oder? Hab ich mal so Erzählungen gehört. Ist nicht so jetzt meins? Ist es gar nicht mein Thema? 69? Rimjob, hab ich mal gehört. Nachverkehr, not my topic. Oh, sorry, ich hab... Ist ja geil. Ich hab das irgendwie in Mute in mein Bett. Viele Schwächen, ich verstehe die Tierwelt nicht gut, ich habe keine Ahnung vom Haushalt. Gar keine Ahnung von so Klöstern und Mönchen. Und... Fugen, wo auch immer sie auf der Welt sind, nicht bei mir. Interessieren mich nicht. Fugen! Boah, dann bist du vielleicht auch grundsätzlich bei der Show falsch. Weil wenn du gar keinen Bock auf irgendeine Erfindung hast, so, dann kannst du auch einfach halt... Stell dir vor, die gleitet so ein richtiges Investment durch die Finger, weil Frank Thelen sich einfach nicht mit Fugen auskennt. Ja. Aber du hast scheiße. So die krasse Idee, ne? Ja, aber Frank Thelen sagt nein. Der Sound ist so, wie er ist. Wir hören über Boxen. Es ist chilliger, wenn wir zu dritt sitzen hier. Ich weiß, ihr hört es dann mit weniger Quali, aber es ist chilliger so für uns, you know? Ja, Mann. Der OG Frank Thelen war noch nicht zu Hause. Ist nicht sein Ding. Real Talk. Steuern zahlen ist gar nicht mein Thema. Henk, hast du einen Song, der in letzter Zeit rauskam, den du mega feierst? Oh, Bruder, ich fangirl ja ultra über das Beyoncé Country Album ab. Okay, und da gibt es einen Track, den du hast? Die hat ein krasses Jolene-Cover gemacht, aber den Song kennt man. Was geil ist, dass der. Kennst du Shabuzi? Der macht so Country-Rap. Von TikTok ja. Schon mal gehört, ja. Der vom Sound ist crazy. Und ich sag. Alter, das haben wir da krass gehatet hier. Der Track, pass auf, vielleicht zieh dich das nicht, weil das so gerade noch Standard-Jolene ist. Aber der Track hat ein krasses Outro, Alter. Immer noch besser als Mickeys Dislikes. Nee, ich glaube, das sind schon mehr. Das klingt schon geil, Digga. Und dann, ich sag dir ehrlich, das Album geht bei mir rauf und runter. Komm mal noch einen anderen Track raus von dem Album, Bro. Von dem Album, Alligator Tears ist geil. Tatsächlich ist leider der schlechteste Song, der mit Post Malone auf dem Album. Ja, check ganz kurz, bevor wir weiterhören. Wissen viele nicht, tatsächlich wird so Mate hergestellt. Ich will den mit Einmal im Leben will ich ein Cowboy sein. Ich will Post Malone hören, einmal.
Digga, das ist geil. Finde ich, das ist der Beste bis jetzt. Ehrlich? 100 Pro. Ich finde den am schwächsten tatsächlich. Digga, 100 Pro, das ist der Beste. Pass auf, ich call dir einen Track, einen Deutschrap-Track. Und der Junge braucht mal ein bisschen Push, weil der echt krass ist. Josho. Luciano. Nee, der ist geplagt, ist sein eigener Künstler. Josho. Josho, hast du ein Label aufgemacht? Nein, er sagt so, ey, ich hab hier so einen Jungen ganz neu unter mir, unter meine Fittiche genommen. Fittiche ist krass. Den unterstützt ihr mal, der hat eine harte Zeit durch. Ich glaube, der geht die nächsten Monate krass. Josho, andere Stadt. Y. Den hab ich in der Playlist. Das ist ein guter Song, den hab ich auch in der Playlist. Also, falls Chat nicht kennt. Ey, guck mal, wie wenig Klicks der hat auf das Video. Also zieh ich in der andere Stadt. Lass mal schauen, was mir da alles passiert. Wirklich, irgendwann musst du wirklich Label aufmachen, Bro. Du bist eigentlich für geboren. Eigentlich ja. Ist jetzt ich hab da einen neuen Jungen bei mir. Ich glaube, es ist nicht so, was jetzt euch ist, so euer ist. Vielleicht dreht's man's. Und es ist jetzt auch die gewesen, ja. Hey, geil, du hast Reese. Ich hab Reese, ja. Das geht hart. Und es ist jetzt auch kein crazy Geheimtipp, aber ich finde den Song crazy. Ey, den kennt doch schon lange. Ja, ich weiß. Ich will gar kein Reese, ich kenne ihn nicht. Ich finde den sehr geil. Also, ich hab ein bisschen aus dem Werbeclip. Ja, Reese ist so BMW, Mercedes Reese. Ja, weil ich finde so dieses hier mit den zwei Autos, stell dir vor, so das ist so die Gang, weißt du, so zwei Autos, man ist sogar Winterurlaub. Digga, bei dem Shot, ich hätte Dad das gecallt, das Mercedes Placement, wenn da hinten nicht noch ein BMW wäre. Ja. Vielleicht hat er mit beiden getrickst. Oder es ist so mäßig, dass der vorne fährt. Ja. Weißt du, so, der ist schneller. Ja, der ist schneller. Ich hätte diese eine Werbung, das war von, da fragen die so einen ADAC-Typen, ja, welche Automarken kennen sie denn so? Ja, übergeil, ich zeig dir nicht. Nein, das kennst du hundertprozentig. Er zählt also Automarken auf. Warte, hier, lass einfach gucken. Ja, genau. Entschuldigung. Das ist so gut. Welche deutschen Automarken kennen sie? Das ist eine Benz-Werbung. Volkswagen, Opel, BMW, Audi, so geil. Porsche. Ja. Sind das alle? Ich denke schon. Und Mercedes? Klar, Mercedes-Benz gibt's natürlich auch. Digga! So, das ist okay. Das ist so geil. Ja. Man riecht den ein bisschen, aber sehr satisfying. Was für eine Fuck? Das ist ein Multipler! Der ADAC fährt einen Multipler, Bro. Doch, 100%. Ist das eine offizielle? Doch. Digga, warte mal, wer war das? Warst du das? Du warst das, ne? Es gibt einen Fiat Multipler mit drei Sitzen vorne. Ja. Mein Freund damals in der Schulzeit, Bro, mit dem ich damals immer Stronghold gesockt habe, bei ihm zu Hause, ne? Die Eltern hatten einen Multipla, genauso wie den, aber orange. Der war knallorange, quasi oben. Und dann, ja, und ich weiß noch, wir saßen hinten, das war das erste Auto, wo ich auch einen Sunroof gesehen habe. Bro, Fiat Multipla war seiner Zeit voraus. Wir sitzen hinten, Sunroof, er zeigt so, guck mal, wir können rausgucken. Ich sag, was geht jetzt ab? Und dann sagt er so mäßig, ja, wenn wir jetzt den Kühlschrank vorne aktiviert hätten, hätten wir jetzt noch kalte Getränke. Und dann sag ich so, wie Kühlschrank. Und dann, der Fahrer war am Fahren und dann klappt er nämlich, also weil es war Fahrersitz, Platz, Beifahrer und in der Mitte, er klappt so eine Tür auf, so mäßig ein Deckel und dann ist da so ein Kühlschrank drin, Bro, wie so eine Kühlbox, weißt du? Aber man hätte das auch nehmen mit drei Sitzen. Bro, die müssen den eigentlich für Kult, müssen die nochmal neu auflegen. Ja. Die müssen die bucken als Werbefigur, das ist ja krass. Ey, wie geil ist ein Auto mit einem Kühlschrank vorne? Dominik ist Realtalk 50 Jahre alt, wir haben gerade diesen Song hier, ich habe ihm gerade diesen Song gezeigt, okay? Pass auf, wir haben nur so bis hier geguckt, warte. Wir haben so roundabout bis hier so geguckt. Und der hat gesagt, was für ein Grill das ist? Ja. Ja, aber hier ist doch auch entspannt, Bruder. Ich bin halt gerade im Thema Grills drinne, Mann. Der hat letztens in der Kaffee-Anfolge auch über Grills geredet. Junge, ist so geil. Ja, das ist halt gerade mein Thema. So, er hat mir, er hat sich so einen neuen Grill geholt. Auf einmal, ich krieg diese Sparnotiz. Ich habe schon im Podcast gezeigt. Aber warte. Rezo, du lebst richtig deine 30s und das ist geil. Ja. Ich fang früh an. Pass auf, also da kam ein Bild von dem Grill, okay? Das hab ich nicht gekriegt, warum? Dann hab ich so geschrieben. Ja, ich dachte nicht, dass du mein Grill-Thema. Doch, ich will wissen. Pass auf, dann hab ich so geschrieben, sick, neu, Fragezeichen. Dann kam er hier und jetzt guckt ihr mal. Nee, mit ein paar Wolken waschen, nee, was sagt der? Nee, hör dir mal an, wie krass stolz er jetzt stark ist. Ja, Mann, Digga, ich wollte ja beim alten Balkon schon mal einen haben. Aber hab's immer verballert, irgendwie einen zu holen und so. Und jetzt hab ich gerade hier so ein Angebot gesehen. Mit Abholung hier in Köln in so einem Laden. Und der ist klein,
Also passt chillig. Ist wichtig für Balkon halt Größe. Ist trotzdem genug Platz, um für viele, also für so ein paar Leute zu grillen. Und der hat richtig Power, Bro. Weißt du, ist nicht so ein Grill, der so braucht so ein halbes Jahr, bis der irgendwie. Ja, Digga, den machst du an. Nach 5 Minuten ist der bei 300 Grad. Oh. Das Thermometer geht nur bis 300, Bro. Actually ist das noch heißer da drin. Ist auch so ein Gasteil, Mann. Real Talk, das Thermometer ist einfach max out. Und dann hat er mir noch ein Bild geschickt, wo das Thermometer komplett auf Maximum ist. Und er hat geschrieben, das ist max out. Da ist so ein Thermometer, das geht so, hier ist so 300 und dieser Zeiger ist genauso auf der 300. Das ist max. Das ist locker 400, 470 Grad. Er kriegt den Gasgrill, Digga. Max out, Bro. Wirklich. Ist das scheiße, ey. Ja, ist einfach, weil ich so lange nach einem Grill gesucht habe und endlich einen guten gefunden habe. Bro macht mit seinen 30ern AOE-Schaden auf die Bratwurst, Junge. Die Werbung ging damals auch hart von BMW, als Mercedes CEO in Ruhestand gegangen ist. Respektvoll mit kleinem Seitenhieb. Ja, das kennt ihr auch, ne? Was denn? Wo der Mercedes, war das hier Mercedes, weiß nicht. CEO, dass Retirement. Dass der mit dem BMW dann gefahren ist. Hier, dieses Jahr. Zetsche, oder was? Ja, den habe ich ja voll vergessen. Wie hieß der nochmal? Zetsche. Boah, was hat der dafür für einen Paycheck bekommen? Muss ja crazy sein. Das Auto haben tatsächlich, das hat tatsächlich niemand gekauft, actually. Na, aber Bro, das... Die Karre hat sich so scheiße verkauft, das ist crazy. Anblicken. Aber trotzdem funny Werbung, Mann. Die ist geil. Was, schon den neuen Linkin Park Song gehört? Ah, lass den noch hören. Machen die noch? Bro, der Bro ist tot halt, ne? Macht die dann halt nur noch Shinoda oder wer? Nee, die releasen. Die so oder ist das Postmortem Shit? Ja, ich glaube, die releasen. Das ist immer so weird, ich weiß nicht. Postmortem, was haben die hier gemacht? Bruder, die haben hier. Bei Mac Miller war geil. Bruder, die haben dieses Dings-Album nochmal rausgebracht oder was? Das Encore-Ding da? Also wo Namp Encore drauf war? Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Das nicht dieses, ist doch diese MTV-Session Friendly gewesen. Fire? Ja, ja. Klar, der kann alles hoch. Die Anwälte sind schon dran, den Titel zu striken. Wegen Friendly Fire. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Also ich kann irgendwie für mich nicht so richtig beantworten, ob ich es cool oder scheiße finde, wenn Mucke released wird von Künstlern, die tot sind. Ich finde es, glaube ich, immer eher scheiße. Es kommt immer so drauf an. Beispielsweise jetzt bei Mac Miller war es krass. Ja. Also die Mac Miller das hat Marsha auch gesagt. Ich habe mit Marsha 18 oder 19 oder so. Ich habe mit Marsha legit gestern drüber gesprochen und sie hat genau dasselbe gesagt. Aber das Weird an der Mac Miller Platte ist, dass die wirklich... Das klingt jetzt voll cheesy, aber so nach Abschied klingt. Das ist so weird. Okay. So, weil da ist so ein Track über seine Beziehung da mit Ariana Grande und so. Das sind schon, krass. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird jetzt nicht jeder so unterschreiben. Aber ich finde zum Beispiel bei Juice WRLD, die Songs, die nach seinem Tod kamen, ich finde die halt einfach nicht geil. Und ich verstehe halt, warum die nicht rauskamen. Ja, ich finde, das ist super unnötig. Aber also, Real Talk, das ist Geschmackssache halt. Ich finde es wirklich eigentlich grundsätzlich immer scheiße. Außer wenn wirklich ein Künstler und vielleicht... gibt es das ja manche, die das machen, wenn man halt wirklich sagen kann, ey, er hat das mal so aus seinem Willen geäußert, falls ihm was passieren sollte, dass das und das und das released wird oder dass wir dran arbeiten dürfen oder sollen oder er hat einen bestimmten Producer ernannt, dem er vertraut, dass er das gut machen wird, aber wenn das dann einfach so, die Familien haben die Rechte und die wird dann nochmal ein bisschen der dicke Cash oder irgendwelche Leute bei Labels. Ich glaube, es sind eher die Labels. Ja, oder wer auch immer, weißt du, und dann sagen die, na, das liegt doch hier noch rum, Testpunkt MP3, das bring mal raus. Oder jetzt. Habt ihr das gesehen, wie hieß nochmal Juice Freundin zum Zeitpunkt seines Todes? Chad, wie hieß sie? Da bin ich ja raus. Ihr Chad weiß das. Ellie, ja, Ellie Lottie, genau. Bro, die hat so, die verkauft jetzt so Sachen, so Boxershorts und so kleine Klamotten. Na, hier. Das ist ja. Und da gibt es so einen, so einen Special. Ach, die ihm gehört haben? Ja. Oder zum Merch? Nein. So Juice WRLD Klamotten. Das ist ja krank. Und da gab's so einen, so ein Special Pack, wo man irgendwie so eine benutzte Hose, die nicht gewaschen wurde, von ihm erwerben konnte oder irgendwie sowas. Maybe war fake. Vielleicht das war fake. Jemand schreibt war fake. Okay, aber mal abgesehen davon, beispielsweise so Michael Jackson und so haben die auch noch krass aus. Maybe war fake. Okay, das war fake. Da kam nochmal das 25 beste Songalbum und so ein Scheiß. Ja. Und This Is It haben die noch released und so. Also keine Ahnung, ich finde das cool, wenn man irgendwie sagt, hey, der hat dir das so hinterlassen, so mäßig. Der will das so und so haben. Weil ansonsten wirkt das immer komisch. Okay, wenn das fake war, dann ist es weird trotzdem. Edi, danke für die 10, Mann. Was ist das hier? Oh, Joey Badass. Joey Badass könnte was Geiles sein. Oldschool. Yeah. Pierre Jean raised the original ones, not the ones they get for 500 to dress up their house.
Ey, ich sag's ungern, aber irgendwer von uns braucht ein Haus, Leute. Ja, ja gut, jetzt gucke ich mal durch die Runde. Guck mal, wer könnte das jetzt sein? Nein, ich so, hier unten, hier unten ist keiner. Ja, nee, nein, fällt mir jetzt keiner ein. Nein, ihr Scheißopfer. So mein Opfer, du bist dran. Ja. Oh, irgendwer braucht ein Haus, Digga, wo wir alle so... Das, Digga, ich find das so krass. Ja. Aber wenn du jetzt ein Haus kaufen würdest, sag mal, ne? Ja. Ich hab okay, sag mal, du hast Haus gefunden und baust das auch und so mäßig. Mach Mikrofon nicht so nah, weil wir sind alle so weit weg. Leg einfach dahin oder so. Ah, for real? Ja, ich glaube schon. Ist, glaube ich, geiler. Hey, man, kannst du Kevin bitte outcallen, dass er Kendrick hat? Kendrick hat er? Warum? Nein. Ich finde es nur manchmal. Ich finde, er hat ein paar Songs, die ich geil finde. Er ist schlechter geworden. Ich finde ihn manchmal nervig. Also, er war ich ruder nicht. Nein. Ich ruder nicht. Real Talk. Ich habe Songs, die mit der Brace jetzt. Fick mich doch jetzt nicht. Ich finde aber, es ist ein Punkt. Er ist nicht mehr so krass wie früher. Nein, das sind die Songs von ihm, die ich drin habe. Okay? Und die finde ich auch alle geil. Aber, und da könnt ihr mir auch sagen, was ihr wollt, ich finde zum Beispiel, wie heißt dieser eine... Warum hast du aber so richtig geile einfach da nicht drin? Bist du doof? Wie heißt dieser eine Kendrick-Song, der eine Travis-Song, wo Kendrick als Feature drauf ist? Butterfly Effect? Goosebumps, oder? Stargazer noch nicht. Goosebumps, Bro. Und ich finde... Nein, Digga, nicht Goosebumps. Ich Goosebumps, finde, doch, recht. Da scheißt er so rein am Ende, dass ich skipp ja, da einfach. Ja, das ist kein geiler Part. Digga, da wird immer gesagt. Oder was ist aber mit hier mit Money Trees, The Hard Part 4? Ja, Money Trees ist krass. Aber Money Trees ist so ein Song, den höre ich nicht privat, den höre ich, wenn den macht Dominik und dann hören wir den. Oder kennst du I von Kendrick? Klar. Das ist ich drin, habe ich wieder gelöscht. Wenn man den nicht in der Playlist hat, sorry, das ist einer der krassesten. Ich finde den halt, also ich check das komplett, warum man das feiert. Aber ich finde es einfach, keine Ahnung, es gibt so Künstler. Ja, aber wenn du auch Geschmack so. Genau. Solange du anerkennst. Ja, voll. Bro, das ist so ein Hip-Hop-Podcast hier gerade. So. Das ist so ein Hip-Hop.de-Podcast. Nee, aber so, oh mein Gott, das wird es gibt so manchmal Mucke, die finde ich, da kann ich so komplett verstehen, warum Leute das hören. Ich finde es aber leider irgendwie nervig auf eine Art. Ja, check. Und dann denke ich so, das ist irgendwie... Das ist ja dann ein persönlicher Geschmack. Ja, dann denke ich so, Du hörst kein Reezy zum Beispiel. Ja, aber nicht, weil ich sage, dass es schlecht ist, sondern ich... Komm da einfach nicht zu. Das passt auch nicht zu dir, finde ich. Ich bin kein Reezy. Das hat das, ne? Guck mal, beispielsweise so Luciano höre ich auch nicht so viel. Es gibt auch so ein, zwei Tracks, die ich geil finde. Ihr wart ja beide nicht auf dieser Aftershow. Doch, du warst auf der Aftershow. Warst du bei der Dodgeball Aftershow? Achso, jetzt vor kurzem. Ja, aber du warst nicht bei auf dem Dancefloor noch, ne? Da habe ich dich jedenfalls nicht gesehen. Bruder, da liefst du die ganze Zeit so Afro-Mucke. Ja. Und das war übelst geil. Aber da war nichts zum Mitsingen dabei. So Afro, wie sagt man das so? Aber Piano? Oder, ja, oder Afro-Trap oder so? Nee, es war nicht Afro-Trap. Es war so... wie nennt man das so? Afrobeat, maybe? Dancehall. Afrobeat kann Reggaeton sein. Reggaeton Dancehall. Ja. Sean Paul. Ja, wenn das war, wahrscheinlich Dancehall. Ja, also es war so vom Sound war es übelst nice, aber es war jetzt nicht so für mich die Mucke, wo ich jetzt sage, okay, dazu kann man jetzt so mega abgehen, ne? Mm. Und dann haben die irgendwann so DJs geswitcht und dann kam so irgendwie dieses Fuck the Club, oh, Bitch, weißt du, dieses kam. Yeah. Und alle sind so ausgerastet. Und dann hat er sich nochmal entschieden, nochmal kurz bei Luciano mal reinzuschauen und hat legit irgendwie auf einmal so ein ganzes Album von dem Kollegen rausgeknallt. Und da liefen so 4 oder 5 Luciano-Tracks back to back. Und dann kam noch Manchester von Reezy, Digga. Und zwar so... Das ist guter Song, aber die anderen Roller, da dachte ich so... Boah. Manchester ist Konsens, muss jeder krass finden. Ja. Wer nicht krass findet, ist ein Loser. Manchester ist krass. Alright, ey, Chat. Wir machen uns jetzt einen bunten, in dem Sinne.